Hier in der Ferne hinter mir zu sehen, da ist sie, unsere St. Petri Pauli Kirche in Berga. Wohin man in der Goldenen Aue auch fährt, in der Ferne auf dem Berg, da sieht man immer die St. Petri und Pauli Kirche herübergrüßen. 125 Jahre wird sie in diesem Jahr alt, unsere St. Petri und Pauli Kirche in Berga auf dem Berg, die in unserem Dorf steht, die unser Dorf überragt, die für viele Berger ein Zeichen dafür ist, hier bin ich zu Hause, hier ist meine Heimat. Wenn ich weg gewesen bin und komme wieder nach Hause und sehe von Weitem schon die Berger Kirche, egal von welcher Richtung, sie prangt ja eigentlich über ganz Berger, und da bin ich immer, dann weiß ich immer, ich bin zu Hause, und das ist ein tolles Gefühl, und deswegen verbindet mich eigentlich ganz viel mit dieser Kirche, und deswegen hoffe ich, dass die Kirche auch im Dorf bleibt. Ja, die Berger Kirche ist ein dominierendes Bauwerk im neogotischen Stil, und sie dominiert nicht nur den Ort, sondern auch die Goldene Aue. Und sie hat sich sicher in früheren Zeiten als Berger in kleinen Ortsteilen noch Bestand angeboten, für alle Ortsteile eine große Kirche zu bauen. Und darum haben wir dieses herrliche Denkmal, was man von Weitem sieht. Und immer, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dann sieht man ein Stückchen Heimat. 125 Jahre wird unsere St. Petri und Pauli Kirche alt. Ein guter Anlass einmal, sie genauer anzuschauen und zu gucken, was ist das eigentlich für ein Gebäude? Wovon erzählt sie uns? Woran erinnert sie uns? Wir wollen näher ranfahren und uns die Kirche näher anschauen. Hier sind wir also auf dem Berg angekommen, vor den Toren und Türen unserer St. Petri und Pauli Kirche. Hier oben auf dem Berg, da steht sie, und da gab es natürlich schon lange, bevor der jetzige Kirchenbau gebaut wurde, eine Kirche. Schon im Mittelalter gab es hier oben möglicherweise Befestigungen. Teile unserer alten Kirchhofsmauer, die erzählen noch von diesen Befestigungsanlagen. In Teilen der Mauer kann man sogar noch alte Schießscharten finden. Von den Kirchengebäuden, die damals hier gestanden haben, gibt es allerdings fast nichts mehr zu sehen. Nur noch eine Glocke ganz oben in der Spitze unseres Kirchturms, eine Zuckerhutglocke, erzählt davon, dass es schon im 13. Jahrhundert hier oben auf dem Berg eine Kirche gab. Aber der unmittelbare Vorgängerbau unserer Kirche, der ist teilweise noch erhalten. Der Kirchturm, den wir heute hier sehen an unserer Kirche, der wurde nämlich um den alten Kirchturm herumgebaut. Und das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Also der Türflügel hier, dieser Türflügel ist eines der ältesten Stücke, was noch von den Vorgängerkirchen erhalten ist. Also es muss schon sehr alt gewesen sein, ist schon x-mal umgearbeitet. Hier war mal Schloss, da war mal Schloss. Und der andere Flügel ist schon erneuert worden, aber auch nicht erst beim Bau der Kirche, sondern auch schon vorher scheinbar. Denn das ist auch schon recht alt, von hinten sieht man das besser. Und noch so ein Licht hier, wie man sie sich vorstellt, mit dicken, handgeschmiedeten Nägeln und auch eine dicke Kirchentür. Unser neuer Kirchturm, der wurde um den Kirchturm der Vorgängerkirche drumherum gebaut. Und von diesem alten Kirchturm gibt es zum Beispiel noch diese Inschriftenkartusche, die man hier oberhalb von mir sehen kann. Die stammt aus dem Jahr 1711, und auf ihr ist zu lesen: Im Jahr 1709, den 27. September, ist dieser Turm neu mit Gott angelangt und anno 1711, den 15. September, glücklich vollbracht worden. Unsere St. Petri und Pauli Kirche, die hat also einen alten Kern, den alten Kirchturm. Wer heute unsere Kirche besucht, der könnte sich das anschauen, wie die Bauleute, die den diesigen Bau errichtet haben, um den alten Turm, der dort vorhanden war, drumherum gebaut haben. Ist auch irgendwas Besonderes. Bevor unsere St. Petri und Pauli Kirche so gebaut werden konnte, wie sie jetzt hier ist, gab es manche Diskussionen. Viele Mühen waren nötig. Die Berger haben sich darum bemüht, dass es überhaupt einen Pfarrer gab, der an einem Neubau interessiert war.
Sie haben extra nach einem Pfarrer gesucht, der Ihnen versprechen sollte, ich helfe euch, die Kirche neu zu bauen, und haben ihn mit Pastor Beberstedt dann auch gefunden. Dann gab es die Diskussion, soll der alte Turm stehen bleiben, soll man ihn neu bauen? Und schließlich wurde eben beschlossen, er bleibt als alter Kern der neuen Kirche hier erhalten. Und dann konnte gearbeitet werden. Zwischen den Jahren 1895 und 1898 wurde an dieser Kirche gebaut. Und einer von denen, die mitbeteiligt waren, das war ein Mann hier aus Berga hier selbst, der Maurermeister Huth. Also immer wenn ich in der Kirche bin, fühle ich mich besonders mit meinen Vorfahren verbunden. Mit meinen Vorfahren mütterlicherseits. Ein Vorfahre meiner Mutter hat diese wunderschöne Kirche gebaut. Und wenn man nach Berga fährt, egal aus welcher Himmelsrichtung, sieht man diese wunderschöne Kirche. Und man freut sich immer wieder, nach Hause zu kommen. Wer war denn das denn eigentlich, der die Kirche gebaut hat? Mein Urgroß war da zweimal Ur. Wie hieß er? Steht immer nur Baumeister Huth in Büchern. Er muss Meister gewesen sein, weil man immer über ihn als Baumeister spricht. Mhm. Also nicht nur Maurer. Und er hat also nicht die Kirche projektiert oder irgendwas, sondern umgesetzt mit noch anderen verantwortlichen Leuten jetzt so. Ja. Manche Menschen aus Berga waren damals daran beteiligt, dass diese Kirche gebaut werden konnte. Ein Beispiel, wie sich Berger dafür engagiert haben, dass diese Kirche schön wird, ist auch der Teppich hier im Altarraum, auf dem ich stehe. Das ist ja ein besonders spannendes Stück Handwerkskunst. Die Pläne für diesen Teppich, die stammten von Professor Beck aus Herrnhut, und die Stickarbeiten am Rand wurden dann aber ausgeführt von Berger Jungfrauen, die sich dafür bereit gefunden hatten. Und dieser Teppich, der erzählt die Geschichte der Namenspatrone unserer Kirche, der erzählt die Geschichte von Petrus und Paulus. Es gibt Wappen auf diesem Teppich zu sehen, die Orte zeigen, die Paulus und Petrus, entweder der eine oder der andere allein oder beide zusammen besucht haben. In den Wappen findet man immer ihre Zeichen, für Petrus den Schlüssel, für Paulus das Schwert. Da, wo Schwert und Schlüssel zu sehen sind, da waren sie beide. Da, wo nur der Schlüssel zu sehen ist, da war nur Petrus. Und da, wo nur das Schwert zu sehen ist, da war nur Paulus. Ursprünglich gab es auch den Plan, Bibelworte in diesen Teppich einzuweben. Das wurde allerdings vom Konsistorium in Roßlau abgelehnt. Vielleicht fand man es despektierlich, dass die Gemeinde mit den Füßen auf Bibelworten herumgehen sollte. Wer weiß, diese Idee wurde jedenfalls abgeschlagen. Und trotzdem erinnert dieser Teppich in der Berger Kirche immer noch daran, wie Menschen mitgewirkt haben, dass es hier schön wird. Auch heute noch, da gibt es ja in Kirchen immer wieder viel zu tun. Der Altarschmuck muss gemacht werden, die Kirche muss hin und wieder sauber gemacht werden, die Läuteanlage muss gewartet werden, es muss immer noch nach dem Bau geguckt werden, dass alles in Ordnung ist. Es gibt immer viel zu tun. Ja, also die Aufgaben als Taufjunge war eben in jedem Gottesdienst an der Seite links und rechts die Liednummern und die Verse und das alles anzuschreiben. Wenn Taufe war, haben wir das Taufgebet aufgesagt im Wechsel. Was ist die Taufe? Heute kriege ich es nicht mehr zusammen. Wenn Hochzeiten waren, haben wir aus den Hochzeitshäusern Stühle in die Kirche gebracht, dass das Brautpaar und irgendwelche Gäste da sitzen konnten. Danach haben wir das wieder zurückgebracht in die Wohnung, da haben wir einen kleinen Obolus gekriegt, vielleicht mal ein Stückchen Schokolade oder ein Stückchen Kuchen, vielleicht haben wir mal auch eine Mark gekriegt, ich weiß es nicht mehr, aber da haben wir uns auch drüber gefreut. Ja, das waren so eigentlich die Aufgaben der Taufjungs. Aber ich kriege es allerdings leider nicht mehr zusammen, wer es noch alle war. Der Einzige ist M. Siegfried Koch, Günter Koch, der wohnt in Gersbach, Fritz Graf hier von Berger, der ist schon lange tot. Ja, und ich bin es noch, ich weiß nicht, wer es noch war. Hm. Ja. Während der Kirche wird ja das Vaterunser gebetet. Und da ist einer von den Taufjungens hoch unter die große Glocke. Und einer hat unten gestanden und der Organist hat dann Ton gegeben, wenn es losging. Und der unter der Glocke hat 7 Schläge an die große Glocke gebracht, während des Vaterunsers. Ja. Das
war immer ganz schön, wenn man so unter der großen Glocke stand hier. Ja. Aber Angst hat man damals keine. Ja, das war so meine Zeit als Taufjunge. Hier haben wir immer gestanden und haben die Glocken gezogen. Ja. Und zwar geht hier durch die Decke gehen solche Porzellanfassungen. Moment, eine ist, hier müsste eine sein. Von hier. Da ist eine Porzellanfassung und da ging der Strick hier runter. Und da wir ja öfter mal keinen Strom haben, haben wir dann hier fleißig die Glocke gezogen. Natürlich viel zu dolle, wie wir heute wissen, weil die war ja fast ganz oben und ganz laut. Und dann drei Bengels, einer da, einer dort, einer hier versetzt, haben wir dann hier gezogen. Und das kam halt immer vor, wenn kein Strom war oder die Spannung zu niedrig, was manchmal die Sicherung ausgelöst hat, dann ging das, konnte eben nicht geläutet werden, dann haben wir das mit der Hand gemacht. Ja. Also ich habe während meiner Ausbildung zum Sattler, hatte ich den Vorschlag gemacht, im Gemeindekirchenrat neue Kissen für die Bänke machen zu lassen, und der Gemeindekirchenrat war sehr begeistert davon, und ich durfte dann im Zuge einer Übungsmaßnahme diese Kissen machen und habe auch sehr viel Arbeit reingesteckt und sehr viel Mühe gemacht, und die Leute waren alle schwer begeistert, wo sie die bekommen haben. Ja, und ich hoffe, dass sie noch zukünftig lange Zeit in der Kirche liegen bleiben und dass sich noch viele Generationen drüber freuen. Und vielleicht gibt es irgendwann noch Möglichkeiten, noch mehr für die Kirchenbänke zu machen oder allgemein für die Kirche. Ich freue mich schon auf zukünftige Projekte. Eine Kirche, die braucht immer Menschen, die sich um sie kümmern, die in ihr engagiert sind. Und eine, die heute noch immer viel in dieser Kirche tut, viel mitwirkt, die treffen wir jetzt gleich hier an der Orgel. Zu Gottesdiensten hier in der St. Petri und Pauli-Kirche oder auch zu anderen Anlässen ist Jutta Wilding hier oben an der Orgel, genau wie auch jetzt. Und Jutta, du machst das ja schon richtig lange, oder? Du spielst schon, seit du ein junges Mädchen bist eigentlich hier, Gottesdienste. Ich spiele seit 1964. Da hat mich der Pfarrer bei Familie Kötz aufmerksam gemacht, ob ich nicht mal Interesse hätte an der Orgel. Und da habe ich gesagt, ja, ich komme hoch, und dann haben wir das anprobiert und ausprobiert, und das hat mir gleich gut gefallen. Und in demselben Jahr habe ich dann bei Otto und Inge Kötz die Hochzeit in Gelbräu gespielt. Da hatte ich noch gar keinen richtigen Orgelunterricht. Und das war dein erster Auftritt? Das war mein erster offizieller Auftritt, nur weil ich schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hat und weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann im Laufe der Zeit irgendwann, ich war 14, weiß ich heute nicht mehr alles, da habe ich dann euer Unterricht bekommen in Nordhausen bei Herrn Eickeröder. Über 2 Jahre zum Klavierunterricht dazu. Aber das reicht halt fürs Nötigste. So wie ich spiele, dafür reicht es. Aber für größere Sachen reichen die 2 Jahre nicht. Da muss man dann studieren. Ich bin aber sicher, dass wir alle finden, so wie Jutta spielt, das ist für uns ganz wunderbar in unseren Gottesdiensten und bei Festen. Da freuen wir uns immer, wenn du da bist. Gibt es irgendwas, was du besonders gerne spielst? Also besonders gern ein Lieblingsstück in dem Sinne habe ich nicht. Aber wie gesagt, weil ich nicht studiert habe, ich betrachte mich nach wie vor als Laie oder ehrenamtlichen Spieler, keine Ahnung, fehlt mir die Erfahrung jetzt, sowohl richtig mit Füßen zu spielen. Ich spiele mit Füßen, aber nicht so viel. Und in die Klassik tiefer reinzukommen, das gelingt mir nicht mit der Zeit, die ich dafür hatte. Ich hätte dann weitermachen müssen und mehr üben müssen, das wollte ich aber wieder nicht. Ich spiele lieber so, wie ich es denke, zwar auch die Choräle, die Gottesdienste, aber davor und danach bin ich auch mal schnell bei Barcarole oder irgend sowas dabei. Wenn wir jetzt sagen Kirmes, was wäre so dein Stück, wo du sagst Vorspiel, Nachspiel zur Kirmes, das sind Lieder, die würde ich sofort spielen? Soll ich das jetzt verraten? Das ist ja der Gag weg. Weihnachten, Klassiker zu Weihnachten, was du gerne spielst? Na, die 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist auch immer schön, ja? Ja. Die machen sich auf der Orgel auch wirklich gut. Genau.
Und wo du jetzt so lange schon hier in der Kirche spielst, wir sagen ja auch immer gerne zusammen, live ist live. Ja. Es passieren ja auch immer mal Pannen. Ja. Hast du irgendwie die Lieblingspanne, die mal passiert ist? Ja, ich habe eine Lieblingspanne. Ich bin ja auch als junger Mensch noch jünger, als ich mit Spielen angefangen habe. Mit 12 Jahren bin ich in den Kirchenchor gegangen. Das wüsste ich selber gar nicht so genau, wenn nicht Gretchen Kühne mir das mal gesagt hätte. Du warst 12, wo du in den Chor gekommen bist. Und dann habe ich genickt. Also habe ich dann Chor mitgemacht und die Orgel gespielt. Und das war dann zu Festen so üblich, dass man sich drüben im Pfarrhaus traf, zum Ansingen haben wir das genannt. Da wurde nochmal alles durchprobiert. Und ich bin dann vorher hier an die Orgel und habe meine Noten ausgepackt, habe die Registrierung eingestellt und bin zum Ansingen gegangen. Und als ich wiederkam, da ist dann nicht viel Luft. Dann geht's drauf auf die Bank und losspielen. Und ich fange an zu spielen und da habe ich einen Senkrechtstart gemacht, weil irgendwie müssen Kinder oder andere hier drin gewesen sein. Hier unten ist noch eine Registrierung, die oben das alles ausklingt. Und wenn man da auf die schärfste Stelle kommt, dann wird das unheimlich laut. Soll ich das jetzt mal machen? Ja, mach uns mal vor. Man merkt, es wird unheimlich laut. Und das ist sonst gar nicht meine Art, aber ich hatte jetzt das Vorspiel angefangen, so wie es da auf Noten stand und ich darauf eingerichtet war und habe das durchgezogen bis zum letzten Ton. Mir haben die Ohren geklingelt, unten denen auch. Und das Beste war am Schluss, meine Mutter war mit in der Kirche, das ist eine familiäre Sache gewesen sein, meine Mutter war sonst nicht so der Kirchgänger. Und da sagt die in ihrem Jargon hinterher, ne sag mal, wer hat das vom Kirchenmusikdirektor heute Niete die Eule gespielt? Ja. Da konnte ich nur antworten, Mutti, das war ich. Nur die falsche Einstellung. Und das muss gleich in den ersten 1-2 Jahren gewesen sein, wo ich hier im Amt war. Dazu müsste ich noch was sagen dann mit dem Amt hier. Ja. Wir hatten ja von 1964 gesprochen, das war der Urschleim mit Kötz, der Anfang überhaupt erstmal an die Orgel sich zu interessieren und dann mit 14 Jahren angefangen. Aber da war in Berger noch Pfarrer Lange und dessen Frau hat in Berger auch die Orgel gespielt. Aber noch aus Bavenda durfte ich schon mitfahren. Er hat mich immer sonntags dann mit einem Berliner Roller abgeholt, ich mit dem Orgeltäschchen hinten drauf. Und dann habe ich ab da bis 1970 erstmal nur in Rosbavenda gespielt. Ja, ja. Und als Pfarrer Lange dann weg ist, war hier mehrfach hintereinander Vakanz, kam dann Pfarrer Birle und da wurde ich offiziell angesprochen, ob ich dann das Orgelamt hier, das Organistenamt übernehmen könnte. Und ab da bin ich eben dann, ich habe praktisch 2 Jubiläen, also 64 der Urschleim und seit 70 hier in Berge. Seit 70? Ja. Das ist ja... Also, kannst das Jubiläum aussuchen. Nächstes Jahr hätte ich offiziell eigentlich 60 Jahre, ja. Aber hier hätte ich noch ein paar Jahre Zeit. Ja, na das gucken wir, wie wir es dann machen. Genau. Ich wäre ja fürs 60-jährige Jubiläum. Ja, mal sehen. Aber dieses Jahr feiern wir dann auch erstmal 125 Jahre Kirche Berger. Das ist ja dann ein Jubiläum und nächstes Jahr dann dein 60. Ja, genau. So viel schaffe ich nicht in die Kirche, aber ein Stückchen bin ich schon mit Bist dabei. Bist du schon bei der Hälfte mit dabei. Genau. Na? Na? Vielen Dank. Gerne. Wussten Sie übrigens, dass es nicht nur hier oben in der Kirche eine Orgel gibt, sondern auch noch eine tief unten im Berg? In dem Berge, auf dem sich die Petri-Pauli-Kirche erhebt, befindet sich eine weite Höhlung. Man vermutete allerhand kostbare Schätze darin. So machten sich auch eines Nachts 2 Männer mit Spaten und Hacken auf, um nach Schätzen zu graben.
Als sie die Höhlung entlang gingen, schlug der eine aus Zeitvertreib gegen die unterirdischen Felsenwände. Was war das? Wunderbare Orgelmusik drang an ihr Ohr. Sie stellten ihre Laternen hin und fingen an, mit ihren Spitzhacken die Wand zu durchbrechen. Felsenstück auf Felsenstück sprang ab. Sie mochten wohl schon eine Stunde gearbeitet haben und es musste bald gegen Mitternacht sein. Noch ein paar kräftige Hiebe, die Felswand war durchbrochen. Ein blendend heller Schein drang ihnen aus dem langen Gang entgegen. Durch diesen Gang kamen sie in einen großen unterirdischen Dom. Hunderte von Lichtern erstrahlten an den Wänden ringsumher. Im Hintergrunde stand eine große goldene Orgel. Das war ein Gleißen, Glänzen und Funkeln, das ihre Augen schier geblendet wurden. Da hörten sie die Mitternachtsstunde schlagen. Die Orgel erbrauste in vollen Akkorden und aus mehreren Gängen, die vom Dome abzweigten, erscholl ein 400-stimmiger Gesang. Dazu ließ sich in der Ferne ein donnerähnliches Getöse hören. Von furchtbarem Schrecken erfasst, ergriffen sie die Flucht. Immer näher kam das Getöse. Kaum hatten sie den Gang verlassen, da stürzte er krachend zusammen. Und hier treffen wir auch einen, der besonders gut über die Orgel Bescheid weiß. Michael Schoppe. Also ich habe ja hier angefangen, Autodidakt die Orgel zu traktieren. Die war damals noch in einem schlechten Zustand. Wir haben die dann zum Glück 2005 General überholen lassen und seitdem spielt sie einwandfrei und anstandslos und macht mir sehr viel Freude, hier zu üben und auch mal zu spielen hin und wieder und woanders zu spielen natürlich. Also. Im Inneren da Orgel und da sieht man auch, dass das hier alles noch ganz hübsch aussieht und neu, weil das eben noch seit 2005 ist, zwar nicht großartig nochmal gereinigt worden. Und man sieht hier eben auch, wie die Orgel aufgebaut ist mit dem Pedalwerk hier. Dann hier oben haben wir das Hauptwerk und hier unten steht sozusagen das Unterwerk hier, diese Pfeifen. Vom Spieltisch aus gehen die Leitungen, die mit Luft gefüllt sind. Das ist aber nicht die Luft für die Pfeifen, sondern das ist die Luft zur Steuerung. Bei einer pneumatischen Orgel wird die Steuerung komplett über diese Bleirohre mit Luft gemacht. Also in den Bleirohren ist Steuerluft drin. Die steuert die Ventile, die hier unter den Windladen sind. Und dann die Luft vom Blasebalg über diese Dinger hier zu den Pfeifen freigeben. So. Hier sind die Namen von denen, die hier damals mitgewirkt haben. Und die Namen, die hier gespendet haben, um diese Sanierung hier zu ermöglichen. Das noch nicht elektrisch hier, da mussten wir auch noch den Blasebalg treten. Da ging es immer hoch und runter. Ja. Und wenn wir da mal ein bisschen lässig waren und es kam wenig Luft, dann war das ein bisschen komisch. Gell. Aber auch manchmal mit Absicht gemacht. Ja, also da standen hier die Konfirmanden oder der Kalkant, die Kalkanten, die dann hier getreten haben. Da gab es dann eine Glocke von drin, dann wurde geklingelt, dass der jetzt treten muss und dann wurde der Blasebalg aufgepumpt. Und wenn katholischer Gottesdienst war, da haben wir in der Orgel gesessen und haben mal so komische Pfeiftöne mit kleineren Pfeifen dazwischen gemacht hier. Und später haben wir auch mal die Orgeln, die Pfeifen vertauscht. Und wenn Schwiefer nun gespielt hat,
waren Misstöne dabei. Und da hat er nun gewusst, dass wir das waren. Und da musste ich mit ihm dann die Orgel wieder stimmen. Ich musste die Töne angeben und er hat die Pfeifen wieder gerichtet. Also solchen Blödsinn haben wir gemacht. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist immer noch irgendwie tragbarer als das, was heute für Blödsinn gemacht wird. Ja. Ferien, Spiele, Feste, manche lustigen Dinge und Streiche haben sich hier zugetragen. Also eine lustige Geschichte war, wo wir als Kinder hier mal eines Tages den ganzen Taubendreck beseitigen wollten. Der lag teilweise 2 Zentimeter hoch auf den ganzen Brettern und man konnte schon richtig schlecht laufen. Und da haben wir mit der Schaufel und Eimern mit vielen mehreren Kindern hier aus dem Ort die Etagen nach und nach, also 2 Tagen oder 1 oder 2, 3 Tagen, die Etagen hier leer gemacht mit dem Dreck und den Eimer gemacht. Und von hier oben wollten wir es natürlich nicht runtertragen, auch von der Etage hier unter uns, von der Glockenetage und von der Etage über uns nicht. Da haben wir das hier in Eimer getan und haben das dann hier am Seil runtergelassen. Und Kai Linke, der stand unten und hat den Eimer immer leer gemacht, weil der hatte Höhenangst. Und 3 Tage später haben mich dann meine Eltern zur Rede gestellt und haben gesagt, was, wie könnt ihr nur den Kai Linke an dem Turm in dem Eimer runterlassen? Und da haben also die Leute erzählt im Dorf, wir hätten Kai Linke im Eimer runtergelassen, aber der stand natürlich die ganze Zeit unten und in dem Eimer war nur der Taubendreck. Das war halt diese spezielle Sache. Wir wären auch nie auf die Idee gekommen, in dieser Höhe wäre auch keiner in den Eimer gestiegen, wenn man hier runterguckt. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gerne an die Zeiten, wo wir mit den Kindergruppen vom Alpenverein hier auf der Westseite am Kirchturm abgeseilt haben. Das war auch immer ein sehr schönes Abenteuer für die Kinder. Ja, dann haben wir auch in der Kirche mal Räuber und Gendarm gespielt, Verstecken und Suchen. Und da haben wir nach der Schule, die Schule war ja hier oben, das Sakristeifenster offen gelassen, weil wir immer die Ersten und die Letzten waren, wenn Kirche war. Und sind dann nach der Schule durch das Sakristeifenster in die Kirche eingestiegen. Und da konnten wir dann nun rumtoben im Gewölbe und im Turm. Wir sind ja bis ganz hoch gemacht, wo die 2 Leitern sind, wo oben die kleinen Luken sind. Da haben wir die Beine durchgesteckt. Ja, also so ein Blödsinn haben wir gemacht. Und als wir aber da durch das Sakristeifenster geklettert sind, hat der alte Fritz Schwiefert aus der Gärtnerei unten, was mein Klavierlehrer war, das beobachtet. Und da hat er mich natürlich ganz schön zur Rechenschaft gezogen. Habe ich mal ganz schön den Arsch voll gekriegt. Ja, und in dem Gewölbe sind wir ja auch drin rumgerast hier. Ja. Auch auf den richtig drauf? Ja, richtig. Ja? Auf den, das sind ja 3 große Gewölbe, ja. Runter, hoch, nächste wieder hoch, ja. Naja. Die meisten werden mich kennen, vielleicht die Jüngeren nicht. Gerd hier als Berger. Ich bin auch übrigens in der Petri Pauli Kirche mit hoher Wahrscheinlichkeit vor 71 Jahren getauft. Und jetzt können wir mal reingehen und ich werde dann erzählen, wie ich zu den tierischen Begegnungen gekommen bin. Ich bin als Christ natürlich für Menschen, Tiere und Pflanzen, das sind wichtige Dinge für mich, Gottes Schöpfung, das ist ganz klar. Und deswegen auch ein gewisser Teil Umweltschutz gehört für mich zum Leben dazu. Und die tierischen Begegnungen, die sehen wir dann, oder die kann ich, von denen kann ich berichten, in der Kirche, im Kirchturm. Wir gehen mal rein. Genau. Also hier im Kirchenschiff zu Heiligabend, ich weiß nicht mehr wann, es sind sicher schon 15 Jahre her, da hatten wir hier eine besondere Begegnung, einen besonderen Gast. Die Schleiereule saß oben auf den Zierpfeiler der Orgel und irgendwann drehte sie auch mal hier eine Runde. Ja, wahrscheinlich war es ihr zu unruhig und Mäuse waren nicht zu finden. Es waren viele, viele Menschen im Gottesdienst, die diese Sache, diese besondere Sache miterlebt haben. Da gab es aber noch eine andere Geschichte, nicht nur die Schleiereule, sondern wir hatten ja auch einen kleinen Gast auf diesen Besen, auf dieser oberen Bürste, hatte sich ein Hausrotschwanz ein Nest gebaut.
Wir hatten damals noch so ein paar Lücken in den Fenstern und der war hier reingekommen und hat da seine Jungen aufgezogen. Wie man so einen besonderen Platz sich aussuchen kann, wir wissen es nicht. Aber der Hausrotschwanz fühlte sich sicher auf diesen Besen und hat seine Jungen hier großgezogen, wunderschön. Ja, hier sind wir jetzt in Höhe des Uhrwerks und das ist die Stelle, wo ich das erste Mal eine Schleiereulenbrut beobachten konnte. Hier hinter dem Balken ist sie eingeflogen und es waren 3 bis 4 Junge. Und das war schon besonders spannend. Der Nachbar hatte mir berichtet, dass wir im Kirchturm eine Schleiereule haben. Und daraufhin habe ich sie dann auch gefunden, entdeckt. War schon besonders spannend. Wenn wir ganz still wären, würden wir vielleicht die Nilgans trapsen hören. Denn seit einigen Wochen haben wir hier eine brütende Nilgans. Besonders. Das Biosphärenreservat hat Nistkästen aufgehangen für Mauersegler. Aber der Star ist eine etwas zeitigere Art und er hat diese Plätze wunderbar eingenommen und Mauersegler muss sich andere Stellen suchen. Dieser Stein, der hat eine besondere Bewandtnis für mich, eine persönlich besondere Bewandtnis. Circa 1994 lässt sich irgendwo in den Wetterdaten nachverfolgen, war ein Sturm, brach ein großer Sturm auf, wo auch im Nachhinein man festgestellt hat, in Bösenrode sind alle Pappeln, fast alle Pappeln über die Thürer umgestürzt durch diesen Extremsturm. Ich kam von zu Hause und wollte zum Abend läuten, also 10 vor 5 vor 18 Uhr. Die Leute in der Straße der Jugend haben schon gesagt, du musst dich beeilen, es geht gleich los. Naja, ich hier schnell rein, es fing schon an zu regnen, schalte die Glocken hinten ein und denke, das gibt's doch nicht. Wie unter einem Wasserfall, ich höre nicht mal das Glockenläuten. Dann schlug die Tür zu, die hatte ich ja beim schnellen Reinlaufen irgendwie vergessen zuzumachen, patsch, die Tür zu. Na gut, während eingeschalteten Glocken hatte ich ja Zeit, gucke mal raus, naja, ganz schön wüst. Aber wieder rein und schalte die Glocken nach 5 Minuten aus, komme hier raus und da sehe ich die Bescherung sozusagen. Ich sehe den Fall, waren hier aufgereiht die Steine vom südwestlichen Zierturm unserer Kirche. Man sieht hier noch, dieser Zapfen, der war eigentlich im Basisstein eingelassen und der Wind hat so einen Druck gehabt, diesen ganzen Zierpfeiler komplett hier hinzuwerfen. In den 5 Minuten, wo ich beim Läuten in der Kirche war. Ja, der Herr hat mich bewahrt, vor Schlimmem bewahrt, indem er dafür gesorgt hat, dass die Steine gefallen sind, als ich in der Kirche war. Lustige Spiele und Streiche haben manche Generationen in dieser Kirche schon gespielt, spannende Sachen erlebt, aber natürlich ist unsere Kirche immer auch ein Ort, in dem Gottesdienste gefeiert werden und in dem manche schöne Erinnerungen an Familienfeste haben. Alleine in den 3,5 Jahren, die ich jetzt hier bin, haben wir in dieser Kirche manchen festlichen Gottesdienst gefeiert. Yeah.
Wir sind vor fast 30 Jahren hierher gezogen und sind hier in Berger sehr schnell heimisch geworden, haben uns hier und fühlen uns immer noch ausgesprochen wohl in diesem Ort. Und wir haben dann vor 8 Jahren hier in dieser Kirche unsere Silberhochzeit gefeiert. Nicht am Dienstag, wie ja normalerweise das Datum liegt nach 25 Jahren, sondern dann einfach im regulären Gottesdienst am Sonntag. Und die ganze Gemeinde hat uns ein wahnsinnig tolles Fest bereitet. Silke Hoffmann hat die Kirche geschmückt, modern und liebevoll. Das war wirklich beeindruckend. Andere haben gegrillt, Kuchen gebacken. Wir hatten dann im Pfarrgarten Biertische aufgebaut. Und mit allen Gästen und mit der ganzen Gemeinde haben wir zusammengesessen und dann anschließend noch gefeiert, sodass es im Grunde genommen ein tolles Gemeindefest war. Und wir sind noch immer sehr dankbar, dass uns die Leute in Berger hier in der Kirche und im Pfarrgelände und unter ihnen zusammen so ein schönes Fest bereitet haben und uns auch in Berger so toll aufgenommen haben. Bei den vielen Erinnerungen oder bei den vielen Geschichten, die wir Berger über unsere Kirche erzählen können, fällt mir immer besonders ein, als wir in der 8. Klasse waren, durfte unsere Klasse das Krippenspiel machen und dabei auch den Hirtengesang. Und auch die Berger kennen das, dankenswerterweise machen ja die Herren immer noch den Hirtengesang. Wir wurden aufgeteilt auf die Saitenemporen an der Orgel und der Schlusssänger oder die beiden Schlusssänger standen unten im Altarraum am Christbaum. Und wir durften das singen. Und Frau Schirmer, Christel Schirmer und ich, wir hatten den zweiten Teil. Also erster Teil, den die Hirten lobet den Seere. Und wir haben dann gesungen. Und die Engel noch viel mehr. Das war eine große Auszeichnung. Damit wurde auch gesagt, ihr könnt gut singen. Darum müsst ihr das machen oder dürft ihr das machen. War für uns eine ganz große Freude. Und da bin ich heute noch ein bisschen stolz drauf. Ja. Und wo viele Menschen Gottesdienste feiern, dahinter lässt das natürlich auch Spuren. Als Kind bin ich immer schon mitgegangen, zu jedem Fest. Und da konnte man vor allen Dingen Weihnachten und Ostern, da konnte man eine Kerze mitnehmen. Und die konnte man da hinstellen, wo die Sanktbücher draufkommen. Und die Kerze, die brannte dann so lange, wie es ging. Und die ging natürlich nicht nur gerade, die ging auch an die Bank oder an die Seite dran. Und deshalb sind da die braunen Flecken, mal größer, mal kleinere. Das stammt von einer Kerze aus der Kirche. Haben wir die kleinen Kerzen mitgenommen. Das war's. Hier hinter mir ist schon der Dorfclub beim Aufbauen. Eine Kirche, die steht nämlich nicht nur im luftleeren Raum, irgendwo auf ebener Fläche, sondern zu einer Kirche gehört immer auch ein Dorf drumherum. Menschen, die mit der Kirche leben. Es ist gut, dass Berger eine Kirche hat, weil in jedem Ort eine Kirche gehört. Ja, die Kirche ist im Mittelpunkt von Berger und es macht eigentlich ein gutes Gefühl, die jedes Mal zu sehen. Und dass diese gut hergerichtet sind, beziehungsweise das Dach ist in Ordnung. Und wenn das weiterhin so funktioniert, dass ein paar sich engagieren, ist das eine gute Sache. Für mich ist die Kirche ein Ort der Stille. Ich freue mich immer dort zu sein, um runterzukommen. Ja, unsere Berger Kirche. Ich bin in dieser Kirche auch getauft. Meine Eltern haben in dieser Kirche geheiratet. Und so gibt es in jeder Familie viele Geschichten, die im Zusammenhang mit der Kirche stehen. Und für uns ist es eigentlich das Heimatsymbol. Wir kommen von irgendwo, sehen die Kirche, wir gehen hoch zur Kirche. Ist ein wunderschöner Platz. Unsere Altvorderen haben das damals sehr, sehr gut ausgesucht. Immer wenn ich in der Kirche sitze, fühle ich mich besonders mit meinen Vorfahren verbunden. Die Vorfahren meiner Mutter mütterlicherseits sind alle in dieser Kirche getauft, konfirmiert und teilweise haben sie in der Kirche geheiratet. Und seit einiger Zeit gibt es das auch
dass der Dorfclub hier zum Kirchweihkonzert immer das Grillen ausrichtet und uns gut verpflegt. Dass Kirche und Dorf Kirmes ein bisschen zusammen feiern. Tja, fange ich an oder was? Womit zu das Wort? Ich fange mal an. Jawohl. Und zwar, der Dorfclub ist ja das Zusammenspiel zwischen Kirche und Dorfclub, die Kirchweih. Also wo die Kirche geweiht worden ist. Da gründete man zu DDR-Zeiten einen Dorfclub. So erinnern tue ich mich praktisch an Sievert Schallow war sehr aktiv, Walter Reif war sehr aktiv, Robert Ludwig, Peter Braun, das sind so die alten Kämpfer des Dorfclubs. Sievert Schallow ist ja heute noch da und wenn Fragen waren, wo wir uns damals gegründet haben, er war immer da und hat uns mit Rat und Tat geholfen. Ja, und dann kam die Wende und da war erstmal Ruhe. Nach der Wende haben sich einige zusammengesetzt zum Frühstück und haben gesagt, du kannst nicht weitergehen, wir müssten was tun. Dann haben wir einen Kirmesverein gegründet. Das waren Michael Helwing, meine Wenigkeit, Frank Eisler, Andreas Ecke. Ja, und dann im Nachhinein wurde dann daraus der Dorfclub, der bis heute existiert. Umbruch gab es vorher Jahr. Die Alten sind zurückgetreten, die Neuen haben es übernommen. Sehr viele Jugendliche, was ganz wichtig ist, dass es weitergeht. Und somit hervorgetan haben sich beim Helfen der Kirche, wenn irgendwelche Feste waren, war der Dorfclub immer anwesend, gegrillt, Trinken gemacht. Und so hoffen wir, dass es weitergeht. Ja, auch. Ja. Das war einer unserer ältesten oder das älteste aktive Mitglied im Dorfclub, Eckart Reif, der von der ersten Stunde mit dabei ist. Wie gesagt, er ist der älteste im Verein. Ich bin jetzt seit Vorjahr Vorstandsvorsitzender. Vorher war ich Stellvertreter und bin Gründungsmitglied. Wir haben uns 2004 am 19.04. Gegründet. Den Dorfclub, den neuen, den bestehenden jetzt, feiern nächstes Jahr 20-jähriges Bestehen, freuen uns auch drauf. Eckart hat schon erwähnt, vor Jahr gab es einen kleinen Umbruch, neue Leute kamen dazu, viele Jugendliche, wo wir stolz drauf sind, dass wir endlich Nachwuchs haben, mit dem man auch was bewirken kann. Das ist so das Schönste eigentlich mittlerweile an der ganzen Geschichte, dass wir wieder Leute haben, die wir begeistern konnten, irgendwas fürs Dorf zu machen. Wir sind eigentlich, das sagt ja der Name schon, Dorfclub, fürs Dorfleben zuständig. Unser Hauptding ist die Kirmes in Verbindung mit der Kirche hier oben auf dem wunderschönen Gelände. Wenn die Kirche Veranstaltungen durchführt, übernehmen wir die Bewirtung, helfen, wo wir können. Auch ein Erntedankfest haben wir im letzten Jahr gefeiert, zusammen mit der Kirche. Das war auch wieder wunderbar, wenn das Wetter mitspielt. Dies Jahr werden wir diesen Dia-Abend oder Film-Kinoabend ausstatten und auch das Konzert. Und parallel die Kirmes unten wieder. Das ist eigentlich so unser Hauptdings zu verschiedenen Heimatabenden, die wir durchführen. Ja, ansonsten bin ich froh, dass wir, wie gesagt, die vielen Jugendlichen haben, die mittlerweile da reinwachsen und ich hoffe, dass es so bleibt und dass irgendwann einer unseren Job übernimmt von der Jugend. Babette ist sehr aktiv, da bin ich auch ganz heilfroh oder wir froh, dass wir so mit gewinnen konnten seit Vorjahr im Verein. Ja, was wir neu erfunden haben, sage ich mal, dass unser Erbesbär dieses Jahr nach oben kommt und die Kirchengemeinde hier abholt mit der Frau Plischke zusammen und gemeinsam runter auf den Schenkplatz geht, auf den Festplatz geht und dort den Gottesdienst ausklingen lässt und hoffentlich Frau Plischke da noch ein paar Worte sagt. Und darauf freuen wir uns sehr, dass wir da mal so, ich sage jetzt mal, eine Kleinigkeit verändern konnten. Ja, und die Zusammenarbeit ja auch gut funktioniert und dadurch hoffen wir, dass wir da auch viele Sachen nochmal vielleicht anders machen kann und wir uns darauf freuen.
wie es weitergeht. Ich mich auch. Und wenn man mich fragt, die Kirche in Berga und ich, was mag ich am liebsten, was ist meine Geschichte, dann wüsste ich gar nicht richtig eine Antwort zu geben. Es gibt vieles, was ich an unserer Kirche mag. Besonders gerne natürlich unsere Buntglasfenster. Die schaue ich so oft an, wenn ich hier sitze, am Ende des Gottesdienstes aufs Nachspiel lausche oder mich beim Vorspiel auf den Gottesdienst vorbereite. Ich mag den Teppich, weil er so schön davon erzählt, wie Menschen mitgewirkt haben, dass diese Kirche schön wird. Und weil er so spannend und toll die Geschichten von Petrus und Paulus auf einem Teppich zusammenfasst. Ich mag die Glocken im Kirchturm, ihre Namen, Herzensfriede, Herzensfreude, Herzensleide. Das sind die drei Eisenhartgussglocken, die ersatzweise 1919 hier reingekommen sind. Und die sahen ziemlich verrostet aus und da haben wir als Bengels mal den Rost runter gemacht und haben die mit Vorstreichfarbe gestrichen, aber weiter als Vorstreichfarbe sind wir nie gekommen. Das müsste also nochmal, könnte nochmal gemacht werden. Das ist die Herzensfriede, die große Glocke, die klingt höher als die mittlere hier. Also der Ton ist höher als der Ton von der mittleren, deswegen heißt auch die mittlere Herzensleide. Oder dein Trauerklang, die ist schon gedreht, jetzt steht nur dein Trauerklang da, weil die schon mal gedreht wurde. Also ist ein Zeichen, die wurde am meisten geläutet. Und meine schönsten Erlebnisse, da gibt es ja so vieles. Geschichtenzeiten, wo wir hier mit den Kindern auf dem Teppich zusammengesessen haben. Turmblasen auf dem Kirchturm. Die Sternsingerkinder vor der Kirche zu sehen. Jubelkonfirmationen mit vielen Jubilaren hier vorne rund um den Altar. Die Konfirmation und die Taufen, die wir gefeiert haben. Kirchweih, so viel Schönes. Und was ich mir wünsche für unsere St. Petri und Pauli Kirche zu ihrem 125-jährigen Jubiläum, dass es immer weiter Menschen gibt, die sich kümmern, die Blumen auf den Altar stellen, die gucken, dass die Bänke sauber sind und dass es Menschen gibt, die gerne hierher kommen und die sich hier in unserer St. Petri und Pauli Kirche beim Blick auf die Fenster, auf die Kerzen, auf das Kreuz, auf die alten Mauern, beim Hören auf die Orgel, daran erinnern lassen, dass es mehr gibt als das, was um uns herum mit Händen zu greifen ist. Dass da einer ist im Himmel, der auf uns schaut und der auf uns aufpasst. Unsere Kirche ist von weit her zu sehen. Aber von unserer Kirche aus kann man auch weit gucken. Unsere Kirche, die steht hier auf dem Berg in Berga, und überragt unseren Ort. Sie steht am höchsten Punkt, hat einen hohen Turm. Von dieser Kirche aus hat man einen weiten Blick in das ganze Land drumherum. Unsere Kirche ist von weit her zu sehen und unsere Kirche, die schaut auch weit. Die erinnert uns daran, dass Gott alles im Blick hat.
dass es eine Verbindung gibt zwischen Himmel und Erde und dass Gott auf alle Menschen hier in Berga schaut, jetzt am Kirchweihfest und darüber hinaus.